Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Wind Waker. Ich hoffe, wir haben diesmal keine so viele Lags wieder. Ach ja, wir wollten in diese Höhle gehen. Okay, sieht schon mal gut aus. Keine Lags. Kommt's nur her. Ah. Oh, ganz schön aggressiv. Werden wohl noch ein paar kommen. Na, werden sicher noch zwei Ritter kommen nachher. Was? Eine Rubine, Rubine. Was, das war schon? Keine Ritter mehr oder irgendwas? Das war easy. Vier Wellen, wenn man die komischen Skorpion-Dinger am Anfang dazu zählt. Jo, ein Herzteil hat sich gelohnt. Ist zwar das erste von vier wieder, aber immerhin. Aha, okay, wenn man das. Dann kommen die scheinbar. Kommt's nur, kommt's nur. Ah! Sind wohl nicht ganz wasserfest. Ja, komm. Alle ins Wasser. Ah, 5 Rubine, zu spät. Ja. Okay. Na, ja, dann mal darüber. Aber der Wind weht Richtung Norden. Mal sehen, was uns dort erwartet. Geld! Geld und ein netter Empfang von solchen Fässern. Okay. Aber das ist doch ein Feenkordial. Und das ist sicher nicht das hier. Die hat. Gut, die haben wir eh. Aber das ist ein Feenkordial, definitiv.
Und das ist relativ nah. Das, also Portemonnaie sieht man da hinten den Leuchtturm, der ist viel weiter weg. Hey, ein U-Boot. Sehr gut, weil es fängt an zu pissen. Und da hinten ist auch schon der Fisch. Gibt es hier noch ein fünftes Feenkordial? Das gebe nur vier. Hoppla. Hey Jungs. Seid ihr auch die hellsten, oder? Also schon ein bisschen heiß am Arsch. Die bekommen nicht mal was mit. Oh, sieht nach Schatzkarte aus. Ja, wir sollten jetzt endlich mal auf Schatzsuche gehen. Jo, Schatzkarte. Genau, das. Jetzt fahren wir mal zu deiner Insel und dann gehen wir endlich auf Schatzsuche. Ups. Schalten sich eher selber aus. Rubine. Autsch. Na warte. Alter. Ja, das hast du jetzt davon. Oh, gibt's aber gar nichts dafür. Money, 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 money. Kette. Gut. Nee, schon wieder bald 500 Rubine. Und waren gleich 950 oder so. Für was auch immer. Die Flasche, glaube ich. Sieht er uns überhaupt? Ah, alles klar. Hoppla. Scheinbar explodieren die Bomben bei Kontakt mit Gegnern. Ja, sicher ist das ein Feenkordial. Aber da ist doch irgend... Das ist das Östliche, was in die Richtung zeigt. Okay, das heißt, es ist da heroben. Hoppla. Ich dachte, wir wären schon bei allen gewesen, aber offensichtlich nicht, ne? Ist,
Da ist der Fisch. Okay, jetzt müssen wir nachgehen. Stress. Boah, Potsblitz! Das wird also zu. Hä? Was wird zu was? Was soll ich mir denn damit sagen? Da hinten ist halt eine kleine Flotte, aber. Leicht rauszufinden, ob wir hier schon waren. Nein, hier waren wir echt noch nicht. Das ist ja nicht einmal versperrt. Und hier waren wir noch nicht? Kann mir gar nicht vorstellen. Aber scheint so. Junge, der du die Winde erwächst, ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, deine Queste zu erleichtern. Sehr freundlich. Hier waren wir echt noch nicht. So. Mehr Rubine, alles. Okay. Ja, warte mal. Vielleicht ist das sonst irgendwie versperrt. Und man kann ja vielleicht erst hier, wenn man die andere Tasche hat. Okay, super, jetzt haben wir gleich beide Taschen auf einmal. Aber die können wir jetzt natürlich ordentlich anfüllen. Jetzt haben wir erst recht einen Grund, auf Schatzsuche zu gehen. Wo ist der Laie? Hey, roter Laie. Da ist er. Bitte schön. Hey Jungchen, falt deine Karte auf, Mann. Tatsächlich, das. Oh Mann. Habe ich das echt verschwitzt? Der Standverkäufer im Portemonnaie, der soll einen absolut sagenhaften Schatz in seinem Besitz haben. Ein einzigartiges Artefakt namens magische Barriere. Wenn du ihm die aus dem Ärmel leiern willst, würde es sicherlich einiges an Koketterie und Bauchpinselei kosten. Okay. Das wäre so etwas von mir. So. Ein Feenkordial. Und zwar das, was nach Osten schaut. Da ist es. Alles klar. Setzt Siegel. Auf geht's. Schatzsuche. Aber das war's jetzt, glaube ich, auch mit Feen. Und was fehlt uns denn noch? Hoppla. Fisch. Eine Flasche fehlt noch. Hier fehlt noch irgendwas. Hier fehlt auch noch irgendwas.
Ah ja, genau, der Enterhaken fehlt uns da noch. Aber was fehlt denn dann noch? Irgendwas. Ah, werden wir schon sehen. Ah, okay, ein paar kleinere Lags beim Quadrantenübergang gibt es immer noch. Aber bei weitem nicht so extrem wie beim letzten Mal. Es war echt unspielbar einfach. Die verwunschene Bastion. Oh, jetzt sind wir gerade mal bei der Mutter-Kind-Insel. Ah, hin und wieder noch ein paar Lags. Mann. Na gut, aber es steht ja eher ein neuer PC an, den es bald geben wird. Noch dieses Jahr, hoffe ich. Sollte sich dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres vermutlich. Ob ich die Komponenten so über Weihnachten noch bekomme, ist fraglich. Ah, dann gibt es endlich einen neuen PC, vermutlich mit 6-Kern-Prozessor und eine neue Grafikkarte, eine ordentliche. Schauen wir mal, ob die Emulation dann flüssiger geht. Isla Stalagmitica. Naja, zu der müssen wir dann auch wieder. Sobald wir das nötige Kleingeld haben. Und da wird's wieder Nacht. Quadrantenübergang oder was? Das sieht man so nicht. Sieht man es noch immer nicht. Und da, Schatzsuche wieder. Sieht so aus, ja. Na, jetzt müssen wir ihn aber eigentlich gleich sehen können. Da hinten, da schaut er schon raus. Aber da muss man. Da verschwindet der Lichtstrahl recht bald, leider. Das kann man nicht so leicht abschätzen, so weg ist er. So, aber dafür gibt es eine Schatzkarte. Ah, sind ganz nah. Leicht drüber. Ups. Jawohl, wir haben ihn. Unser erster richtiger fetter Schatz. Jo, silberner Rubin. Perfekt. Sehr schön. Next. Was ist denn das für eine Insel nochmal? Schauen wir mal, ob was in der Nähe ist. Tingelsinsel. Das ist die 5-Augen-Insel. Das ist die 4er, 3er. Da ist die 5er. Was war denn das an, die andere für eine? Ah, das. Nein, der war es nicht. Gibt's doch nicht. Die kennen. Ah, warte, das ist die hier. Die haben wir nicht. Die haben wir vergessen markieren zu lassen. Ah, das ist der Turm der Götter. Genau, das muss hier sein.
Das ist die Treppsteiginsel. Die Haifischinsel. Ist das Portemonnaie? Nein. Ah, Portemonnaie Präludien. Oh ja, es ist Portemonnaie. Isla Bomba. Die Einaugen, also. Ja. Das Einaugen. Riff. Was ist. Schaut aus wie ein Ohr. Schaut auch interessant aus, die Rhombusinsel. Isla Binocula. Die werden wir als nächstes machen. Das wird Präludien sein. Oder auch nicht. Draconia. Glaube ich auch. Ah, das liegt in die Spitze. Draconia ist es auch nicht. Das ist irgendwas Großes. So, das ist sicher nicht nochmal Portemonnaie. Boah. Wo steht denn da was weg? C4-Insel? Ah, die Terra-Insel ist auch nicht. Verwunschene Bastion? Ja! Ah, das ist die Nadelfelsinsel. Die haben wir noch nicht entdeckt. Triangelinsel. Die hier, die östliche. Boah, die haben wir vielleicht auch noch nicht entdeckt. Na gut, aber der Part ist schon zu Ende. Also Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zur Schatzsuche. Ciao!